Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus dem Ramsey Zoo. Ja, vielen Dank fürs Einschalten bzw. vielen Dank fürs Dranbleiben an all diejenigen, die immer fleißig hier meine Videos ansehen oder auch drauf warten. Auch ein Willkommen an all diejenigen, die relativ neu auf diesem Kanal sind. Und falls ihr das allererste Mal hier eingeschaltet habt, dürft ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren und auch gerne die Glocke drücken, sodass ihr dann immer über die neuesten Videos informiert werdet, wenn die rauskommen. Ja, Ramsey Zoo ist heute wieder an der Reihe. Es ist Donnerstag und ich bin hier so ein bisschen zwiegespalten heute. Ich bin nicht so wirklich zufrieden, aber... es ist noch kein richtiges Endergebnis da und das ist ein bisschen schade, finde ich selbst, weil das, was ich mir hier wieder vorgenommen habe, nimmt doch wieder relativ viel Zeit in Anspruch. Aber das ist ja nicht allzu tragisch, dann muss ich halt ein paar mehr Videos draus machen. Ich habe das tatsächlich hier mal Wintertraum genannt, total kitschig eigentlich, aber mir fehlt tatsächlich nichts Besseres tatsächlich wirklich ein. Es soll hier in diesem Abschnitt tatsächlich so ein bisschen um den Winter gehen. Wir sind hier an der Stelle, wo die beiden Gehege nach hinten raus auf ein richtig großes leeres Gebiet treffen. Der eine Weg von dem Iglu kommt hier runter und das muss alles miteinander verbunden werden. Es ist relativ viel Freiraum, den ich nicht gleich wieder mit einem Gehege oder ähnlichem füllen konnte. Und Weihnachten ist zwar vorbei, aber Winter haben wir halt noch. Und da die Rentiere hier sowieso in die Nähe kommen sollen... habe ich dann überlegt, dass ich doch hier so ein kleines Winterdörfchen hinplatziere und wenn es irgendwie passt, auch noch so eine Art Schlittschuhfläche, Eisfläche, irgendwie sowas mit hinzauber, sodass man so eine Art kleinen Jahrmarkt oder so einen kleinen Markt für die Wintergeschichte hier so ein bisschen darstellen kann. Mal gucken, wie das alles so am Ende zusammenpasst. Hier habe ich mich ein bisschen mit den Wegen wieder gequält und mit den kleinen Geschäften bzw. mit dem Klohäuschen, was hier an diese Seite sollte. Hat mir den Wegen alles nicht hingehauen. Mache ich dann jetzt einfach mit einer großen oder mit einem großen Display hier fertig, wo die ganzen Zoobesucher nochmal ein paar Informationen zu den großen Aquarien hinter sich sozusagen dann erlesen können. Habe ich zwar nicht alles in Wort und Schrift dargestellt, aber zumindest hier einmal die Überschrift, um was es geht, und da oben auch diesen einen Monitor platziert, damit die Gäste hier auch tatsächlich stehen bleiben und so tun, als wenn sie hier lesen würden, obwohl sie da einfach nur zum Bildschirm gucken und auch dem Lautsprecher dort lauschen. Das gleiche soll dann später auch nochmal auf der anderen Seite passieren, wo es dann nochmal um die Pinguine geht, weil die an der Stelle dann im Hintergrund sind. Mal schauen, ob das alles so tatsächlich passt, wie ich mir das hier gedacht habe. Und dann wird irgendwann auch hier mit dem Dorf begonnen, was dann im Hintergrund liegt. Das ist zumindest der Plan. Ob der dann in der Form auch tatsächlich so aufgeht, wie ich mir das hier so vorstelle, ist natürlich wieder eine ganz, ganz andere Frage. Aber gut, dafür habe ich jetzt ja noch wahrscheinlich ein 1, 2, 3, 4, 5 Videos Zeit. Nein, ich hoffe natürlich nicht, dass es so viele werden. Also 3 maximal würde ich mal so einplanen, in der Hoffnung, dass dann auch das Rentiergehege fertig ist. Denn da... wollte ich mich eigentlich relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach halten, alles so ein bisschen in eine bergige Landschaft vielleicht so ein bisschen packen, viele Felsen, viele Bäume und ringsrum dann natürlich irgendwie wieder der Rundweg für die Gäste. Ich müsste tatsächlich mal gucken, ob
dass in den Zooeinstellungen möglich ist, dass man als Gast auch durch das Rentiergehege gehen kann. Habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Müsste ich dann nochmal, bevor ich das tatsächlich mache oder baue oder anlege, nochmal nachschauen. Hier gibt es wie immer mal so ein paar Probleme mit den Wegen. Ich glaube, die beiden waren zu dicht aneinander, sodass dann da die Bank und der Mülleimer nicht wirklich zwischen die beiden Wege passen wollte. Deswegen musste ich da nochmal schnell die Abdeckung hochnehmen. Das passiert an der einen und oder anderen Stelle doch häufiger mal, einfach weil man dann oder weil man keine, ich sag mal, keine Orientierung mehr am Fußboden hat. Hier so ein Display aufzustellen, was so ein paar Hinweise an die Gäste gibt, fand ich dann ein bisschen öde. Deswegen habe ich das auch nochmal in diese Eisskulpturen reingepackt. Ist vielleicht auch nicht die allerschönste Variante, aber es steht halt nicht mehr so ganz ohne irgendwas da. Und das gleiche habe ich dann auch so ein bisschen mit den Automaten hier an dieser Stelle gemacht. Ab und zu baue ich die einfach mal ein bisschen mit ein, damit man die auch nutzt. Gäste durch, Gäste, wie sagt man? Es laufen hier viel zu wenig Gäste noch durch. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich liegt es daran, dass hier noch nicht so viel ist, dass die einfach nichts zum Gucken und zum Schauen haben. Aber das, denke ich mal, wird noch. Zumindest ist das natürlich auch so ein bisschen der Grund, warum am Ende die Cinematics ein kleines wenig karg aussehen. Da ist noch nicht viel Bewegung drin. Deswegen gibt es auch diesmal, ich sag mal, nur 2 oder 3 Einstellungen. Aber ich denke, wenn dann dieser ganze Abschnitt hier fertig ist, dass es dann ein paar schönere Eindrücke von dem Ganzen gibt. Zwischendurch einfach nochmal so zur Info. Gab es auch noch ein kleines Problem mit dem Aufnahmetool. Das hat ein bisschen rumgesponnen. Das wollte nicht so wie ich. Zumindest hat es immer gesagt, wenn ich dann mit dem Bauen beginnen wollte, dass eine Aufnahme nicht möglich ist, weil irgendwelche Fehler vorliegen. Das hat mir auch noch so ein bisschen die Zeit hier nebenbei geraubt. Und wie mittlerweile gewohnt, mache ich das alles hier so ein bisschen auf dem letzten Drücker. Also es ist tatsächlich jetzt nur ein paar Stunden vor der Veröffentlichung. Das ganze Video muss noch gerendert werden und dementsprechend auch noch hochgeladen werden. Das nimmt auch noch alles ein bisschen Zeit in Anspruch. Und deswegen werde ich jetzt auch immer schneller mit dem Reden, glaube ich. Ich will mich jetzt nämlich eigentlich nur bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffe natürlich, dass ihr bis zum Ende des Videos dranbleibt und dass ihr bei einem meiner nächsten Videos auch wieder fleißig mit einschaltet und sozusagen dranbleibt, fleißig meine Videos schaut. Wäre ich euch sehr dankbar. Vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.